Ja, ich glaube, es war, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir uns das so vorgestellt haben, dann werden vielleicht einige schmunzeln, aber wir haben heute in der Mannschaftssitzung, dass wir von Beginn an nach vorne spielen wollen, dass wir Werder Bremen sehr, sehr früh unter Druck setzen wollten, ja, dass wir sie zu Fehlern zwingen wollten und auch mit dem Gedanken natürlich, dass Werder heute einen Befreiungsschlag machen hätte können, von den Abstiegsplätzen sich weiter wegschießen wollte. Und das wollten wir eigentlich im Keim ersticken, dass es natürlich so glänzend reinläuft mit dem Koffer von Malander, der noch leicht abgefälscht wird. Gehst du in Führung, das hat dann zur Sicherheit beigetragen. Ja, dann machst du mit dem richtig schönen Angriff das zweite Tor und dann bist du eigentlich schon auf einem guten Weg. Was mich dann ein bisschen geärgert hat, war, dass wir ja, weil eigentlich eine sehr große Ballbesitz hatten, auch immer wieder gut gespielt haben, gute Spielzüge hatten, aber dass man dann trotzdem das Gegentor bekommt, wobei ich strittig fand, ob es überhaupt ein Foul war an der Seitenlinie. Will mir auch mal die Szene nochmal angucken, dann im 5-Meter-Raum an unserem Torwart. Aber das ist dann eben so, dann kriegst du es 1-2 und dann weißt du, dass dann hier in Bremen sofort auch wieder das Publikum da ist und es war dann auch so. Und wir dann in der Phase doch ein bisschen die Ruhe verloren haben, die bis dahin absolut da gewesen ist. Und ich will auch nur daran erinnern, wenn das 2-2 fällt, der Lattenkopfball, ich glaube, dann wird es richtig eng. Ja, dann gibt es Werder Bremen den Aufwind, nach 0-2 zurückzukommen. Ja, und die Phase haben wir dann Gott sei Dank überstanden und haben dann wieder die Ruhe gefunden. Werder musste öffnen, wir haben die Kontermöglichkeiten bekommen. Ja, und das sagen dann Trainer oft, ich hätte mir gewünscht, wir machen früher das dritte Tor. Ja, dann wären wir noch ein bisschen ruhiger gewesen, aber im Endeffekt nach hinten raus musst du sogar das vierte noch machen, vielleicht sogar das fünfte, die Chancen waren da, aber es wäre dann sicherlich zu hoch gewesen. Ja, unterm Strich stehen 3 wichtige Auswärtspunkte und Samstag geht's weiter. Danke. Ja, ich glaube, dass er jetzt heute schon mal ein bisschen besseren Rhythmus auch hatte in seinem Spiel. Ja, dass er verstanden hat, dass er das über 90 Minuten spielen muss und nicht 60 Minuten sich ausbauen sollte. Ja, das hat er heute wesentlich besser gemacht. Auch bei ihm ist es so, er ist ein junger Spieler, ist 19 Jahre alt. Ja, er hat ganz stark angefangen, das Tor hat ihm nämlich mächtig Auftrieb gegeben. Dann hat er mir so 2-3 Bälle gespielt, das war vielleicht ein bisschen übermütig, ja, wo er, der gute Wille war zwar zu sehen, aber ja, unterm Strich war das auch wieder eine sehr gute Leistung von ihm. Und das ist gut, dass wir diese jungen Spieler haben, die dann auch, gerade wenn es ein bisschen personell ein bisschen enger wird auch mal, dass sie dann auch wieder da sind.